Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Space 3 Pure Survival Mode. Ich bin im Zwerghamster und wir haben hier das letzte Mal aufgehört auf der Suche nach unserer lieben, lieben, lieben Ellie. Gut, die sich irgendwo hoffentlich auf diesem heruntergekommenen Wrackschiff befindet. Und ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als das Beste zu hoffen. Deswegen zum Service Deck. Moment, Woodwork? Where the hell are you? Almost to the crossover, too. Jason, keep coming! Sir, we're running low on ammo! Make nicht nur ihr. Just keep them out a little longer. Warum sollen nicht alle leiden wie ich? Hat's hier irgendwas? Aber warte mal, Woodwork? Ist das ein Ausdruck im Englischen für allgemein Innenräume, so Balken und so ein Zeug? Weil ich weiß ja nicht, wie cool wir tatsächlich in der Zukunft sind, aber ich glaube nicht, dass wir Raumschiffe aus Holz bauen. Na komm, 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 komm. Aber ganz ehrlich, das wäre verdammt bunzig und verdammt cool. Raumschiffe aus Holz. Weil, warum nicht? Whee! Space! Na, ich bin immer noch nicht glücklich. Yay! Space Dog! In Space! Als Ersatz für unser aller Liebling, das Tentakel-Baby. Au, au, au. Ich glaube nicht, Tim. Böser Hund. Aus. Bah. Mehr Space Dogs. Böser Hund. Aus. Na? Scheiße, was habe ich da weggesprengt? Habe ich den erwischt? Ja, sieht okay aus. So, jetzt hätte ich gern Loot. Ich habe Muni verballert wegen euch. Bin ich prinzipiell kein Fan von. Oh Mann. Ah, komm, komm, und jetzt. Haha, Ninja. Ninja Grabber. Grab Ninjas, ne. Fast gut. Was? Ne, ne, komm, landen, landen. Das ist nicht so klar. Okay, gut. Alles steht, alles landet. Mein Gott, selbst unsere Faulheit Space Magic rettet uns nicht. Nein. Textlog. Gucken wir doch mal. An General Spencer Mahart von Captain Irgendwas Belknap. Ich bitte um Entschuldigung für den extremen Lärm, Sir, aber es gibt nicht viel, das wir tun können, außer die gesamte Hundeeinheit zu sedieren. Die Hunde haben angefangen, sich seltsam zu benehmen, seit wir in den Orbit gekommen sind. Mehrere von ihnen haben sich versucht, aus ihren Käfigen zu beißen und sich dabei ihre Klauen zerrissen. Ich würde gerne eine Anfrage senden, um sie mit auf den Planeten eher früher als später zu schicken. Es würde ihnen gut tun, sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Hunde sind wie Leute und so lange eingesperrt und eingepfercht zu sein, würde jeden wahnsinnig machen. Klingt grundsätzlich nicht verkehrt. So aus einem jetzt so ganz unprofessionellen Standpunkt, so meinem Standpunkt. Ich freue mich schon, dass der Lärm weg ist.
Das ist eine der Sachen, was mit meinen Aufnahmen nicht stimmt, ist, dass es bei den DSA-Sachen ist, das massiv mir aufgefallen und wahrscheinlich euch mittlerweile auch. Es ist extrem leise. Der Ingame-Sound ist sehr, sehr leise im Vergleich jetzt zu dem. Zu der Audio. Gut. The SOS is coming from directly above me. And it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. All right, what about you? There's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Okay. Erstes Physikpuzzle, bei dem ich. Physikpuzzle. Wir nennen es einfach mal Physikpuzzle, okay? Bei dem ich schon Dutzende vor mir habe, tatsächlich failen sehen. Weil normalerweise im Multiplayer muss einer das unten halten, das hier, während der andere das hier macht. Ja, ich weiß, Hunde. Hunde, wo? Wo sind die Hunde? Ich habe sie gehört, ich weiß, dass sie da sind. Nicht gut. Schieß doch! Genau das habe ich gemeint. Ich habe die ganze Zeit. Ich kann euch beruhigen, das ist nicht meine totale Unfähigkeit, korrekt zu zielen oder so. Ich klick und er schießt nicht. Ich find's geil. Okay, war's das? Ist doch offen. Ist auch meine Muni. Ich kann nicht garantieren, dass ich das überstehe. Okay, dass ich diesmal keine Angreiferwelle habe, ist schon mal Grund zur Freude, zur vorsichtigen Freude. Weil ansonsten folgt das Spiel halt jeder Dead Space-Tradition. Egal was du wo mit irgendwas anstellst, es kommen Mobs. Fast immer. Ja, ich weiß. Hier mutierte Space-Wale oder was? Habe ich eigentlich Gesundheit dabei? Ja. Ja, bitte aktivieren. Space Dog. Hey, we have power. The crossover just opened up. You're welcome. Rosen, lock and stay put. Isaac Carver will rendezvous with the Spire. Got it. Bah. Komm. Wenn ich das richtig gedeutet habe, bedeutet das, ich habe keine Munition mehr. Es ist extrem, wie viel Unterschied es macht. Moment. Hier vorne. Es ist extrem, wie viel Unterschied das macht, wenn du keine Munition bietest. Auch wenn das Spiel an sich immer noch kein Horrorspiel per se ist, gibt es dem Ganzen doch wieder einiges an, ja, Spannung ist der falsche Ausdruck, Stress. Ich glaube, das trifft es besser. Stress, glaube ich, trifft es besser.
Aber ich glaube, da oben ist jetzt eine Bank. Ich will es hoffen. Weil ja, ich habe das Spiel durchgespielt, aber nein, ich weiß nicht, wo jeder Jumpscare ist oder wo jeder Mob rauskommt oder wo jede Bank steht. Ellie! Komm, Schnucki, gib mir einen Kuss. Oder auch nicht. Der Typ ist cool. Der ist cool. Ich liebe den Kerl. Das ist der Hammer. Austin Texas. It's true you can decipher the marker script. Großes Gehirn, große Nase. Isaac, thank you for coming. Na, ganz ehrlich, die Mission sieht nicht so aus, als ob sie eine Chance hätte. I'm sorry, but I have so much to tell you. Und Carver ist plötzlich auch wieder da. So. Burn! Sick Isaac, Mann, was machst du für Sachen? Und da ist die rettende Bank. Und Loot, jede Menge Loot. Okay, dann fangen wir mal an mit den relevanten Dingen des Lebens. Ja, mehr davon. Mehr Rohstoffe, aber erstmal Textlog. Das System ist extrem weit außerhalb. Eben sogar noch hinter den am weitesten entferntesten Siedlungen. Es war ein schreckliches Risiko, blind hier rauszuschotten, aber wir hatten keine andere Wahl. Wenn wir irgendwie Hoffnung schöpfen wollen, diese Markerepidemie aufzuhalten, müssen wir ihr im Signal folgen. Wir müssen die Quelle finden. Santos hat eine Schockboje für die Eudora aufgestellt, um uns zu folgen. Und wir machen uns jetzt auf in einen. Und wir machen uns jetzt auf in einen. In eine Wolke aus Trümmern im Orbit. Vermutlich die Überreste einer antiken Flotte. Als wir uns zur Untersuchung näherten, wurde unser Schiff von automatisierten Minen angegriffen. Wir haben Notkapseln genutzt und uns in das Trümmerfeld geschossen und haben es geschafft, an Bord eines der relativ intakten Schiffe zurückzukommen, die CMS Roanoke. Es gibt keine Energie, aber wenigstens ist noch Luft hier drin. Ich habe alle Schrapnellsplitter aus Buckle entfernt und es geschafft, seinen Zustand zu stabilisieren. Nachdem wir das Notsignal aufgesetzt haben, haben Santos und ich uns losgemacht, das Schiff zu untersuchen. Wir haben bald erkannt, dass der Admiral in ihren Quartieren eingesperrt wurde. Angeblich, weil sie wahnsinnig geworden ist. Als wir die Tür letzten Endes aufgebrochen haben, fanden wir eine komplexe Aufzeichnung über die gesamte frühere militärische Expedition. Der Admiral wusste irgendetwas über die Marker und dass sie irgendwie mit dem Planeten zu tun hatten, aber es ist alles in Marker-Gebrabbel geschrieben. Ich kenne nur einen Menschen, der das alles entschlüsseln kann. Ich hoffe nur, dass Robert ihn finden und der Schockboje folgen kann, wie geplant. Wenn er es nicht schafft, fürchte ich, wird unsere kleine Gruppe entweder verhungern oder ersticken. Und die ganze Menschheit wird aussterben, wenn die Marker sich weiter ausbreiten. Macht sich jemand ganz schön viele Gedanken dafür, dass er alleine hier in so einem komischen Raum steht, vermutlich nicht viel zu essen hat und wahrscheinlich an CO2-Vergiftung stirbt, aber
Ja, ich vermute mal, der Zeitraum ist genauso gut wie jeder andere, wenn man in so einer Situation ist, aber hey. Ja, wir wollen Scheiß bauen, bitte. Viel Scheiß, Muni. Das sind 10er Clips, ne? Ja. Ja, ich mach die 2000 voll. So, okay, das sind dann 4,5. Davon bitte. Ja, nehmen wir noch eins? Nehmen wir noch eins? Wir nehmen noch eins. Kaputt gehen werden sie nicht. Zumindest das kann ich garantieren. Aha. Ah, besser. Viel besser. Viel, viel besser. Entschuldigung. Da sind die anderen Fichten rausgekommen, denke ich mal. Ja, wir laden nach. Alles gelootet. Nochmal kurz über drüber schauen. Sieht alles okay aus. Sorry about that. There's so much going on. I... Sir Norton, huh? I mean, that was quick. The world is ending, and all you can think about is us? Damn. I never gave up on you. Oh, no. You gave up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is do or die. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Na komm, böse, böse Tentakelmonster. Jetzt, sofort. Oh, Scheiße. What? Ja. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Na komm. Boah. Ja, 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 ja. Ich hab's begriffen. Was wohl? Wenn ich euch umballern soll, müsst ihr schon herkommen. Das funktioniert sonst nicht. Die Leute wissen einfach nicht, wie das funktioniert. Schlimm. Hey. No fucking way. Ja, ich weiß, dass ihr mich alle lieb habt. Geht weg, geht sterben. Was? Ernsthaft? Ja, komm, 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 komm. Ah. Ah. Noch mehr. Au, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh Mann! Ah, ich bin angemessen tot, ist in Ordnung. Ja, wie viel Munition habe ich jetzt schon wieder verballert? Ja, keine Zeit, keine Zeit. Ich verpiss mich einfach, okay? Können wir uns darauf einigen? Gut, okay, gut. Wir bleiben Freunde, alles bestens. Geh da die Leiter runter, Mann, Isaac. Ich weiß, du bist die härteste Sau aller Zeiten. Du bist die größte Pimp. Sau ever, wenn die Welt aus Ingenieuren bestehen würde, hätten wir keine Probleme. Aber Junge, so funktioniert das nicht. Hm. Nein, ich nehme es nicht, weil das wäre gemogelt. Da lag vorher dieses Audio-Log. Was sagt die Muni? Ja, ist noch in Ordnung. Yay! Ja, ich weiß. Miau. Boah!
Letzte Rille, Mann. Letzte Rille. Absolut. Genial. Halt's Maul, Carver. Ich lass dich warten, solange ich Bock hab, ey. Ich bin da, wenn ich da bin. Es dauert so lange, wie es dauert. Weiß ich nicht mehr, vor irgendwie 400 Jahren, vor irgendwie, keine Ahnung, 800 Jahren gab es noch so eine Firma, hieß id Software, die hat das zu ihrem Slogan gemacht. Nein, danke. Elektromechanik, hey. Geh weg. Runter, jetzt, runter, rechts. So funktioniert Elektromechanik in der Zukunft. Freut euch drauf. Es wird alles ein großes QTE. Ja, das machen normalerweise beide Spieler gleichzeitig. Yay, ne? Das sieht wenigstens schick aus. Mal sagen, was man will, dass man mit Kriegsschiffen nicht auf Stil achten kann. Das hier habe ich zufällig rausgefunden. Dort unten findet sich der seltenste Rohstoff im Spiel, Wolfram. Das ist das seltenste, was man hier unten finden kann. Eisenklag. Scheiß auf irgendwelche Leichen, die rumlaufen. Oder rumliegen. Ellie, Carver, reach the Admiral's quarters. Isaac's turn. Hey, Isaac! Turn. Isaac? Carver, what's going on? Isaac! Hey! Hey! What is it? What's going on? Nothing, nothing. Everything's fine. Everything's fine. So siehst du auch aus, Junge. Ellie, the Admiral was obsessed with making a key. A key to what? Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my god. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. Oder als ob sie besessen davon war. They found the source. The marker homeworld. Carver, du hast aber auch mal Hartgas im Gesicht gebremst, oder? Fette Scheiße. Ich hab's Multiplayer gespielt, ich habe als Carver gespielt. Es war geil. Die Side-Missions, die du kriegst nur im Multiplayer, sind genial. Absolut genial. Definitiv wert. Tief. Regroup with the crew. Okay. Kann ich machen. Aber nicht mehr dieses Mal. Das muss für zum nächsten Mal warten, weil für diese Folge schon auch schon wieder die Zeit vorbei ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Dead Space 3. Pure Survival Mode. Bis dahin könnt ihr euch den Rest von meinem Unfug anschauen in meinem Kanal. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da oder so. Ihr wisst, wie die Sache läuft. Bis dahin bin ich im Zwerghamster. Bye bye. Go ham when the beat drops.